Okay. Vielleicht können wir hier... Überleg dir gut, was du vorhast. Kannst du mich mit der Pistole unterrichten? Klar. Okay. Okay. Nee, Pistolen bauen möchte ich eigentlich nicht. Zeig mir deine Ware. Brauchst du Munition? Ja. Okay, also wenn ich mal in Geldnot bin, ich hab doch noch Amulette, die ich hier wirklich verkaufen könnte. Sind wirklich ein bisschen viele. Zeig mir ein paar von deinen Tricks. Welchen? Okay. Ich bin noch nicht gut genug. Nicht. Zeig mir ein paar schmutzige Tricks. Du musst immer wissen, gegen wen du kämpfst. Eine Handvoll Sand kann dir den entscheidenden Vorteil bringen, aber leider wirkt das nicht bei jedem Gegner. Einige Gegner sind immun gegen diesen Trick. Werd's mir merken. Ach ja, wenn du die Möglichkeit hast, an Salz zu kommen, das wirkt wesentlich besser als Sand. Okay. Zeig mir deine Ware. Ach. Okay. Brandöl. Feuerspucken. Okay, wir schauen hier mal. Gerissenheit als die schwarze Perle kann weg. Das behalte ich mal. Das kann weg. Liebeskunstpunkt. Krieger kann weg. Kette des Jägers kann weg. Liebeskunst plus 20. Das kann weg. Ring der Täuschung kann weg, Ring des Diebes kann weg, Ring des Inquisitors kann auch weg, Eisenring kann weg, Scheiß Seelenring kann weg, Trank des Diebes kann weg, Ratschloss kann weg. Okay. Ja, Muni haben wir wieder was. Aber wir haben noch viel Kohle, die wir noch irgendwie verbrauchen könnten. Curtis, was hast du denn noch? Zeig mir, wie man kämpft. Was darf sein? So gut bin ich auch nicht. Ist auch noch nicht. Wie geht die Konterattacke? Benutze den Schwung deiner Konterparade, um deine Klinge Richtung Gegner abprallen zu lassen. Du musst die Klinge nur lenken. Die Wucht kommt aus der Parade. Du wirst deinen Gegner damit vermutlich nicht töten. Aber manchmal ist jeder Treffer entscheidend. Okay. Lass uns kämpfen. Ja, aber bitte mit dem Säbel. Ja. Das geht auch ganz gut. Sehr gut, sehr gut.
Gut gemacht. Wenn du weiter trainieren willst. Du weißt, wo du mich findest. Jawohl. Zeig mir, wie man kämpft. Hast du sonst noch was sein? Gutes? Dafür bin ich nicht gut genug. Ich will ein guter Säbelkämpfer werden. Als echter Säbelkämpfer darfst du nicht zimperlich sein. Stark und mutig musst du kämpfen. Deine Schwünge müssen kraftvoll und fließend sein. Lass dich vom Gegner nicht aus dem Konzept bringen. Wenn du deine Angriffe unterbrichst, verlierst du Schwung und machst weniger Schaden. Lass das nicht zu. Zwing den Gegner, sich nach dir zu richten. Okay. Lass uns kämpfen. Mist. Jawohl, so geht das. Das ist eine ganz schöne Essensverschwendung, was wir gut hier gemacht betreiben. Wenn du weiter trainieren willst, du weißt, wo du mich findest. Zeig mir, wie man kämpft. Was darf sein? Ich bin noch nicht gut genug. Klingen 8. Es fehlt also ein Klingen. Okay. Ja. Nun natürlich die Frage, was wir skillen? Klingen, Feuerwaffen oder auf Härte oder Voodoo? Na, Voodoo benutzen wir ja fast nie. Das ist natürlich jetzt die Frage. 8 Minuten gebe ich mir hier noch. Ich brauche mehr rum. Natürlich. Ich brauche mehr rum. Natürlich. Genau genommen brauche ich nur Zucker. Ich brauche mehr rum. Natürlich. Ich brauche mehr rum. Natürlich. So. Hey. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. So gut bin ich auch nicht. Später. Naja, ist auch noch nicht gut genug. So. Das werde ich 20 rum geben. Oder 40 Crocs. Nun natürlich die Frage, was nehmen wir rum, halt ab. Ich bin eher für Krog, weil wir können ja zweimal drücken. So geht nichts verloren. So, dann Inventar, rüsten wir uns hier mal ein bisschen besser aus. Hier haben wir den Krog, dann die Bloody Mary, dann die Nahrung. Hier machen wir jetzt Trank, denk der Klingel mal da drauf. Kann man auch Waffen? Ja, nice. Schädelzepter können wir mal auf die 8 legen. Nicht den Dorn. Okay. Und dann noch den Säbel da lassen. Benutzbares Blut der Ahnen können wir dann einnehmen.
Fackeln haben wir da schon. Unser Äffchen, nee, das brauchen wir eh nicht so oft. Träger des Schall. Ja. Okay, Inventar. Die Schrotkugel könnten wir mal verkaufen. Im Grunde genommen. Hey, Flanagan. Zeig mir deine Ware. Verkaufen habe ich hier. Die Jaguar-Herzen bekommen wir wahrscheinlich eh nicht zu Gesicht. So, Plunder. Kann ich dem keine Muni verkaufen. Naja. Barney? Zeig mir deine Ware. Brauchst du Munition? 100 Kugeln kannst du mir mal geben hier. Man kann Munition echt nicht verkaufen, oder was? Ja. Super. Naja. Egal. So, ich hab den Zeitplan gerade noch mal so eingehalten hier. Dann können wir starten. Betty? Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. So, und zwar wieder zum Reiseziel. So. Petty? Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Nee. Komm mit. Gut. Ich muss dir etwas sagen, Gucho. Schieß los. Ich habe mich geirrt. Aha. Ich dachte, mit deiner Führung würden wir alle untergehen. Das ist zumindest ehrlich. Chi, doch du bist ein guter Anführer. Was? Oh, das ist ja ein Ding. Wie komme ich zu der Ehre? Du hast mir viel gezeigt. Andere Länder, andere Völker, andere Sichtweisen. Ich habe viel gesehen, gelernt und jetzt kann ich besser urteilen. Heute weiß ich, gemeinsam werden wir Mara besiegen. Sehr gut. Ich bin froh, dass du hier bist. Du bist mir eine große Hilfe, Chan. Tochter des Bakir. Chi. So. Nun fertig. Ich bin tatsächlich im Reich der Toten gewesen. Siehst du, die alten Legenden sprechen viel Wahrheit. Aber dass du in einem Stück wieder herauskommst, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, du zweifelst nicht an mir. Oh no, das tue ich auch nicht. Aber früher forderte die Reise ins Reich der Toten Opfergaben. Nichts Schlimmes. Ein Auge oder eine Jungfrau. Ist ja toll, dass du damit jetzt erst um die Ecke kommst. Es hätte dich nur unnötig beunruhigt. Ja, also komm mal mit. Komm mit. Du hast schon jemanden, der dich begleitet. Wie doof das aber auch ist, dass man da nicht zwei mitnehmen kann. Gerade nicht. Deine Mutter ist gerade nicht. Es wird Jahre dauern, bis der Dschungel für Zivilisierte bewohnbar ist. Sieh dir das an, Captain. Die Kanonen sind genauso ausgerichtet, dass sie die Schwachstellen deines Schiffes treffen würden.